Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Impuls, intuitiv von mir gelegt, heute aus dem Tarot für das anstehende Wochenende. Ja, ich habe mir gedacht, wir bleiben heute mal beim Rider-Waite-Tarot und holen uns am Schluss aus dem Krafttier-Orakel noch ein Krafttier an unsere Seite. Ich hoffe, meine Lieben, euch geht's gut. Wir schauen jetzt mal, welche Energien stehen uns denn zur Verfügung jetzt am Wochenende, um was könnte es gehen? Ich habe mir überlegt, ich bitte zunächst mal um eine, oh, Donnerwetter, ich wollte eigentlich sagen, um eine Karte für die Hauptenergie. Jetzt fallen hier gleich zwei. So, hier fällt ein König der Stäbe und ein Gericht. Wenn du ein Mann bist, dann könnte es für dich darum gehen, eine sehr wichtige Entscheidung zu treffen, die eine leidvolle Phase deines Lebens beendet. Ja? Du siehst hier das Gericht, große Arcana-Karte, die Auferstehungskarte im Deck. Vielleicht hast du auch tatsächlich mit Gerichtsprozessen, mit Entscheidungen vor einem Gericht zu tun. Das kommt mir noch in den Sinn. Worum es aber geht, du könntest entweder ein Feuerzeichen sein, oder was der König der Stäbe hier auch zum Ausdruck bringen könnte, ist, dass du dich wirklich aus etwas befreist. Denn der Stabkönig ist ja einer, der wirklich seinem Herzen folgt und der sich aus Abhängigkeiten löst. Das finde ich jetzt ganz schön, denn ich glaube, am Mittwoch war das, da hatten wir ja die Stabkönigin. Ja? Also es könnte hier wirklich diesmal für einen Mann darum gehen, sich aus einer Situation zu befreien und quasi eine Auferstehung anzustreben. Ja, also ich nehme das jetzt so wahr, wenn du als Frau schaust, könnte es sein, dass das für einen Mann gilt in deinem Umfeld, der dir jetzt auch gleich in Gedanken ist. Ja, da könnte es einen Stabkönig geben, was mir hier auch noch einfällt, einen Stabkönig geben, von dem du dich vielleicht auch befreien musst. Es fällt jetzt die Schwertkönigin. Interessantes Reading. Ich habe ja jetzt gemischt, um zu klären, warum diese Kartenkombination gefallen ist. Und das zeigt sehr deutlich, ja, dass du dich als Mann eventuell lösen musst aus einer bestimmten Situation. Das muss keine andere Beziehung sein. Das könnte eventuell natürlich eine Beziehung mit dieser Schwertkönigin sein. Es könnte aber auch ein altes Glaubensmuster, Ängste, die dich gefangen halten, sein. Ja, vielleicht gibt es für dich eine Frau im Leben, für die du dich bislang nicht entschieden hast, die fällt hier als Schwertkönigin, könnte ein Luftzeichen sein. Aber was mir auch in den Sinn kommt, ist, dass diese Frau dich vielleicht sogar zu einer Entscheidung drängt, nicht im wörtlichen Sinne, sondern indem sie nämlich in ihre Kraft und Klarheit kommt. Ja, also das nehme ich hier wahr. Das ist eine spannende Legung heute. Wir schauen mal. Warum fällt hier der Stabkönig, das Gericht und die Schwertkönigin? Vielleicht hast du als Mann auch vor Gericht mit einer Schwertkönigin zu tun. Also hier fallen die drei Münzen. Das heißt, die ganze Situation birgt eine Aufgabe. Ich glaube sogar für die beiden beteiligten Personen. Ja? Die drei Münzen fallen im Tarot dann, wenn das Leben uns eine Aufgabe stellt, die wir auch bewältigen können. Ja, das ist das Positive an der Karte. Wir haben die Voraussetzungen, diese Aufgabe zu bewältigen. Was ich hier also wahrnehme, ist, entweder du bist ein Mann, der sich von einer Schwertkönigin befreien muss. Das ist auch deine Aufgabe, ja, um eine leidvolle Lebenssituation zu beenden. Oder aber du bist ein Mann, der sich bislang nicht für diese Schwertkönigin entscheiden konnte, sie sich aber jetzt, das siehst du hier sehr schön, sie hat die Fesseln bereits durchtrennt, ja, sie ist auf dem Weg der Befreiung, das war nämlich ihre Aufgabe, um dich dann zu einer Entscheidung zu bewegen, wenn auch nicht bewusst, sondern im Unbewussten. Ja. Und wenn du als Frau schaust und es gibt für dich einen Stabkönig, mit dem sich aber bislang nicht die Verbindung in welcher Hinsicht auch immer manifestiert hat, die du dir wünschst, dann ist es die Entscheidung für dich, ja, dich hier zu lösen und auch das ist deine Aufgabe. Was ich zu dieser Karte noch erwähnen möchte, das ist eine ganz wichtige Karte im Hinblick auf unsere spirituelle Entwicklung, ja, denn diese drei Münzen sagen dir, wenn du diese Aufgabe bewältigst, dann entwickelst du dich weiter. Ja, wir bitten noch um eine weitere Karte.
Vielleicht noch einen Hinweis zu dieser Aufgabe. Das ist ja heute interessant, wirklich mit diesen beiden Personen. Besonders absolut stimmig natürlich jetzt für Luft- und Feuerzeichen. Ja, hier fallen die 6 Kelche. Es könnte um eine Seelenpartnerschaft gehen. Ja, das ist ja doch ein Thema, das immer wieder auch in diese Tagesimpulse fällt. Eine der Seelenpartnerkarten im Deck. Was ich hier spüre, ich habe ja speziell zu der Aufgabe gefragt. Du könntest diese Aufgabe aus einem früheren Leben mitbringen. Ja, es könnte sich um eine karmische Aufgabe handeln. Vielleicht ist es deine Aufgabe, dich aus einer bestimmten Situation zu lösen, um dich weiterzuentwickeln. Ja, vielleicht, das kommt mir immer wieder wird mein Blick hier auf diese Fessel von der Schwertkönigin gelenkt. Ja, vielleicht ist es deine Aufgabe und dieser Mensch dient dir im Moment sozusagen als Sparringpartner, dich aus Situationen zu lösen, in denen du nicht das Gefühl hast, wirklich frei zu sein. Und das gilt natürlich auch für den Stabkönig. Ja, also das nehme ich hier wahr. Vielleicht habt ihr, je nachdem, ob das jetzt eher für dich stimmig ist oder für dich als Mann oder wenn du für einen Mann dieses Reading stimmig empfindest, habt ihr die Aufgabe mit in dieses Leben gebracht, vielleicht euch auch gegenseitig, ja, euch zu lösen aus, ja, ich möchte fast sagen, einer Gefangenschaft, die euch nicht das Leben lässt, was ihr euch im Prinzip von Herzen wünscht. Ja, nämlich ein freies, glückliches und erfülltes Leben. Der Eremit. Ja, und es kann nötig sein, ja, dass du dazu in den Rückzug gehst. Vielleicht befindet sich auch dieser Mann gerade im Rückzug, das nehme ich gerade sehr deutlich wahr, und du weißt gar nicht, was vor sich geht bei ihm. Das spüre ich insofern, als dass die Auferstehungskarte auch immer ein bisschen impliziert, dass sich eine Situation für einen betroffenen Menschen zuspitzt, sodass ja, sozusagen dieser Wunsch der Seele nach Beendigung einer leidvollen Phase immer größer wird. Und das kann sein, dass du davon vielleicht gar nichts mitbekommst, dass das alles im Rückzug passiert, aber Teil eines sehr wichtigen Prozesses ist, der euch beide betrifft. Ja? Und wenn du es bist, die sich hier von einem Stabkönig lösen müsste, dann rät dir das Tarot, hier wirklich komplett in den Rückzug zu gehen. Auch natürlich mit dieser Laterne des Eremiten und den 6 Kelchen in Kombination nochmal mit dem Rad in die Innenschau zu gehen und dich zu fragen, welche Aufgabe bringt mir dieser Mann in mein Leben? Was ist denn hier die Lektion, die meine Seele lernen möchte? Also ein sehr spannendes Reading. Wir schauen uns mal die Unterseite des Decks an. Ja, und hier siehst du ja die Sonne, das ist eine der positivsten Karten und diese Karte, die steht geradezu für Freiheit. Ja, also für wen immer das jetzt passt, ja, du weißt ja schon intuitiv, wenn du damit in Resonanz gehst, für wen diese Legung gefallen ist. Dieser Mensch, entweder du oder dieser Mann oder du als Mann, sehnt sich auf die Sonnenseite des Lebens zurück. Sehnt sich nach Unbeschwertheit, nach Fröhlichkeit, nach Leichtigkeit. Ja? Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, auch die momentanen gesellschaftlichen Umstände, ja, dass wir natürlich sehr, sehr in die Innenschau getrieben werden, in den Rückzug getrieben werden, lassen dieses Gefühl, diese Sehnsucht nach Freiheit, nach Sonne, nach Erfüllung, nach Wärme größer und größer werden. Das heißt, immer da, wo uns in unserem Leben, in den verschiedensten Bereichen aktuell noch eine Fessel an der Hand hängt, ja, wird das sehr, sehr spürbar in dieser Zeit. Ja, Menschen befreien sich wirklich schlagartig oftmals aus Gefängnissen, die sie so nicht mehr aushalten. Ja, also so nehme ich das wahr. Ein sehr interessantes Reading, da bin ich wirklich gespannt auf euer Feedback. Wir fragen jetzt mal, welches Krafttier begleitet uns denn jetzt an diesem Wochenende? Mal gucken, ob uns dieses Krafttier noch einen Hinweis gibt, wie diese Befreiung vonstatten gehen kann. Ja, hier fällt der Löwe. Autorität, deine Meinung ist gefragt und hat Gewicht.
Wirke aus deiner Mitte und aus deiner charismatischen Sonnenkraft. Ich glaube, das war das Krafttier auch der Stiere im Reading für den März. Ein wunderschönes Krafttier, der Löwe. Also, deine Meinung hat Gewicht. Das passt jetzt sehr, sehr gut zu beiden Personenenergien, ja? Denn sowohl die Schwertkönigin tritt in einer gewissen Autorität auf, um sich aus Situationen zu befreien, die ihr nicht gut tun. Aber auch hier der König der Stäbe, der ja Feuerzeichen ist, würde jetzt sehr gut zum Löwen passen. Ja, wenn es hier um einen Löwenmann geht, dann könnte das natürlich 100% passend sein. Ich bin gespannt, ich werde heute auch das Reading machen für das Sternzeichen Löwen für den Monat März. Das wäre sehr passend, aber auch dieser König, auch wenn es kein Löwe oder Feuerzeichen ist, symbolisiert ja, dass er die Herrschaft über sein Leben übernommen hat, dass er sich wirklich aus Abhängigkeiten gelöst hat und was ich so ganz passend finde, wirke aus deiner Mitte und aus deiner charismatischen Sonnenkraft. Und das passt natürlich jetzt hier 1:1 zu der Sonne. Ja, und auch wenn du das Kind anschaust, das zeigt uns ja sein Sonnengeflecht, den Solarplexus-Chakra hier, sehr offenherzig im wahrsten Sinne des Wortes sitzt das kleine Kind, nackig auf dem Pferd, ja, genießt seine Freiheit. Das heißt, der Löwe wird dir am Wochenende helfen, aus deiner Herzenskraft, aus deinem Sonnengeflecht, deinem Solarplexus-Kraftzentrum, ja, herauszuwirken. Was mir da noch als Impuls kommt, du findest das Solarplexus-Chakra ja ungefähr 3 Finger breit über deinem Bauchnabel. Ja, das ist so ein Punkt, wo du auch mal die Hand auflegen kannst und da spüren wir unser Bauchgefühl. Ja, also wenn es bei dir hier wirklich am Wochenende um eine Entscheidung geht, dann vertraue deinem Bauchgefühl. Ja, ich habe das in manchen Videos schon mal erklärt, wie du herausfinden kannst, ob eine Entscheidung gut für dich ist. Und das kannst du, indem du dir wirklich beide Möglichkeiten, nehmen wir an, du hast 2 Möglichkeiten, indem du dir beide Möglichkeiten vor Augen hältst und dann mal wirklich visualisierst, wie würde es aussehen, wenn ich mich für das eine entscheide. Und dann legst du mal die Hand hier auf deinen Solarplexus und spürst mal, ist das Sonnengeflecht weit, öffnet sich das, ja, das kannst du auch mit deinem Herzen machen, aber mit dem Solarplexus eignet sich das auch hervorragend. Oder habe ich eher das Gefühl, es krampft sich dort in mir etwas zusammen. Und wenn du das Gefühl hast, das wird alles weit, das öffnet sich, ja, dieses Sonnengeflecht, dann darfst du auch davon ausgehen, dass diese Entscheidung die richtige für dich ist. Ja, meine Lieben, ein spannendes Reading. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und ja, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Liebe Grüße aus Mallorca. Tschüss, die Uli.